Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel 7 Days to Die mit dem R-Mod 3.0. Ja, Leute, bevor ich euch jetzt hier die ganze Story erzähle, fange ich mal eben an, hier ein bisschen klar Schiff zu machen. So, perfekt. Zuerst einmal, ich hoffe, der Sound passt jetzt vom Mikro. Ja, da bin ich aber eher ein bisschen selber am Rumfummeln mit dem Ton. Dass es mir gefällt, ist halt auch nicht ganz so einfach, seine eigene Stimme so zu beurteilen, das vernünftig einzustellen. Gut, wie kommt es dazu, dass wir doch neu starten müssen? Zuerst einmal, mit dem Mod hat es eigentlich nichts zu tun. Ich wollte gestern halt ganz normal weiterspielen und habe immer den Objektreferenzfehler bekommen, der ja so wahnsinnig viel aussagt. ja, dann ging es los, habe ich ungefähr 2-3 Stunden rumgefummelt. Hab's komplett deinstalliert, alles aus der Registrie gelöscht und so weiter und so fort. Ich habe es dann zum Laufen gekriegt. Da war die Laune natürlich schon dahin, weil ich vorher auch schon ewig lang mit dem Mikro rumgefummelt habe. Also, ja, war die Aufnahme jetzt auch nicht so der Bringer, dass ich aufgenommen habe. Aber in Ordnung, wäre in Ordnung gewesen. Mein Gott, ich hätte es euch gezeigt, ihr kennt das. Bei mir gibt es auch immer Folgen zu sehen, wo ich schlechte Laune habe oder mich mehr aufrege. Gehört dazu. Ja. Also nur. Da habe ich 3 Folgen aufgenommen. Also ich habe meine, bin zur Base wieder gerannt. Habe die Base repariert. Habe Kisten sortiert wie ein Bekloppter eine ganze Nacht. Habe dann 1,5 Tage die ganzen Kisten geholt. 2 waren tief im Wasser drinne, wo ich dann tauchen musste, ewig schwimmen musste. Das hat mich 1,5 Tage gekostet, war super nervig. Natürlich alles mit dem R-Mod 2.8, ne? Ja, überhaupt erstmal den Spielstand zum Laufen zu kriegen, musste ich dann ein neues Spiel anfangen, musste dann da ein paar Dateien rüber kopieren, sodass der alte Spielstand überhaupt jetzt zum Laufen ging. Entweder ist er kaputt gegangen, wo ich ihn kopiert habe, weil ich habe ihn natürlich gesichert gehabt. Man lernt ja bei 7 Days dazu. Oder aber es hing mit dem Windows-Update zusammen, weil da gab es eh Probleme mit 7 Days und OBS und ich kann es euch nicht sagen. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann heute jetzt noch ein paar Folgen aufnehmen. Und dann gab es wieder Probleme. Ja, da habe ich jetzt keinen Nerv mehr drauf gehabt, da jetzt nochmal alles hinzufummeln. Ich weiß, ein paar Leute werden es schade finden. Ich finde es selber auch schade, ich hätte auch gerne den Spielstand weitergespielt. Weil ich da halt jetzt soweit war, dass ich alles machen konnte, Steel, Concrete und so weiter. Ja. Ich kann es leider nicht ändern. Ihr müsst also damit leben, dass jetzt eine neue Staffel da ist. Ich habe mich auch zu einer neuen Staffel entschieden, weil wie gesagt, R-Mod 3.0 wird der letzte Mod sein in der Alpha 16. Es sei denn, es kommen jetzt irgendwie nochmal 10 super mega high Loot, geile Gebäude. Da will ich mich vielleicht nochmal dazu hinreißen lassen, nochmal eine neue Version zu machen. Aber da gehe ich jetzt auch nicht von aus. Wir wollen ja mal hoffen, dass die Alpha 17 dann auch in den nächsten 3-4 Monaten mal auf den Markt kommt. Ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine neue Staffel zu machen. Weil die andere Staffel war jetzt doch ein bisschen chaotisch und dann haben wir jetzt hier nochmal einen schönen Neuanfang. Ja. Ich muss mal gucken, wie so eure Meinungen sind. Ich würde mich auch darauf einlassen, zu sagen, irgendwie, ich zeige euch jetzt den Anfang, so die erste Woche vielleicht. Bis wir halt erstmal so eine Base haben, ob wir jetzt selber was bauen, weiß ich noch nicht, oder ob wir dann erstmal wieder für die erste Woche was einnehmen.
Und würde dann einen Cut machen bis Tag 28 oder so, wo wir waren, wo ich dann halt erstmal wieder. Also ich werde das Ding auf jeden Fall nochmal bauen. Zumindest in der Art. Vielleicht einen Tacken kleiner. Für den Anfang. Und natürlich, wie ich sagte, die zweite und dritte Reihe ein raus. Das werde ich auf jeden Fall machen. Dass uns ein bisschen Zeit verschafft und die sich vielleicht auch eher die Beine brechen. Vielleicht fange ich aber auch früh an und baue das aus Cobblestone. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich spontan entscheiden. Das hängt auch davon ab, was für Gegebenheiten wir jetzt hier vorfinden. Und ja, ihr wisst, ich bin da eher spontan. Deswegen sollten jetzt hier viele neue Zuschauer kommen, die jetzt die andere Staffel nicht gesehen haben. Was ja sein kann oder was man sich auch einen Teil erhofft, dass wenn man ein paar neue Zuschauer gewinnt. Dann ist es natürlich scheiße, wenn ich jetzt dann sagen würde, ich hau da jetzt irgendwie in 2 Wochen Cut rein. Muss ich mal gucken. Ja, ganz klar eure Meinung dazu gefragt. Die Folge nehme ich jetzt gerade auf. Es ist kurz vor 9. Heute Sonntag, ihr seht die Folge um 12. Ich werde die gleich noch fix hochladen. Wie gesagt, ich habe schon 3 Folgen hochgeladen, die lösche ich, aber das hat keinen Sinn, euch das noch zu zeigen. Ist ein bisschen schade, ja. Übrigens, der Start ist hier schon wieder Hammer, ne? Hier ist Schnee, da drüben ist Wüste, das ist ja schon wieder göttlich. Und Steine haben wir auch schon genug, nur durch Sammeln. Also, hammerhart. Gut, wo sind wir denn jetzt? Stone Axe. Ich muss jetzt mich auch mal kurz aufs Spiel konzentrieren hier. Nämlich so ein bisschen. Na gut, Woodfame sagt da ja gleich erst noch. Ja. Wie gesagt, ich kann es leider nicht ändern. An der Mod-Version, am Mod-Update lag es jetzt nicht. Ich hatte es, wie gesagt, ich habe dann nochmal die 2.8er nur komplett neu installiert und selbst da wurde der Spielstand nicht. Obwohl ich den Spielstand dann auch nochmal neu von der Sicherung rüber kopiert hatte. Also, ich hatte auch erst gedacht, dass es daran lag, weil ja doch ein paar Gebäude ein Update bekommen haben. Aber das habe ich dann auch nochmal alles rückgängig gemacht, aber der Spielstand ließ sich einfach nicht rüber retten. Ja, schade, passiert aber leider in 7 Days. Ja. Ja, man hat wenig Einfluss. Wie gesagt, man kann das ein bisschen retten, indem man da 2 Dateien rüber kopiert. Dann startet man halt wieder bei Tag 1 und die Map ist wieder komplett dunkel und so weiter. Aber ich wollte jetzt nicht hier wieder rumfricken. Das ist ja dann auch nicht wieder alles so im Lot und dann gibt es wieder Probleme. Und ja, und da es ja ELR-Mod 3.0 ist und dann haben wir übrigens auch gleich die neuen Gebäude drin. Gerade so das Hochhaus, die Pyramide und so, das interessiert mich auch, das zu erkunden. Und im Singleplayer ist ja auch immer noch mal was anderes wie Multiplayer. Im Multiplayer werden wir auch neu anfangen. Aber da waren wir natürlich jetzt auch noch nicht so weit. Gut, ja, um erstmal meine Gedanken zu Ende zu bringen, ne? Ich komme ja immer wieder von ab. Obwohl, werden wir wahrscheinlich auch gleich brauchen. Da ich ja weiß, dass viele keinen Kommentar schreiben, sondern einfach nur so zu gucken. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich dann irgendwann, keine Ahnung, ich würde dann so ab Tag 7, grob gesagt, na, je nachdem, wie weit ich dann bin, so ob ich in der Base stehen habe und so weiter, aber dann würde ich halt ein bisschen was überspringen, würde dann euch vielleicht die Hordenfolgen zeigen. Zwischendrin. Aber dann so das Bauen vielleicht weglassen. Das sind ja meistens auch 3-4 Tage, die dann drauf gehen. Und das ganze Gefarme bis dahin. Ja, dann macht einen Daumen nach unten. Wenn ich überspringen soll. Wenn ich nicht überspringen soll, macht dann halt einen Daumen nach oben. Oder schreibt halt eure Meinung in die Kommentare. Ist mir natürlich noch lieber als mit den Daumengedöns. Da kann ich das besser einschätzen. Aber wenn ihr halt nicht schreiben wollt, dann macht halt einen Daumen nach oben. Dafür dann wird es ganz normal laufen, so wie ich es immer mache. Ich lasse immer, für alle, die neu sind, ich lasse immer mal so ein bisschen was weg. Wenn ich jetzt irgendwie einen Tag nur farmen gehe oder einen halben Tag wirklich nur extrem farmen mache,
Dann lasse ich das weg. Meistens mache ich es aber so, dass ich eine ganz gute Mischung habe. Dass wir ein bisschen aufklären, ein bisschen looten und ein bisschen farmen gehen. Dann zeige ich es natürlich. Sollte aber jetzt irgendwie, wie gesagt, jetzt mich irgendwo hinstellen und nur Ressourcensteine kloppen, zeige ich das meistens nicht. Ja, also nochmal kurz einen Daumen nach unten. Wenn ihr wollt, dass ich was überspringe. Was heißt was? Ich würde da einen großen Teil überspringen. Ich würde dann echt so grob geschätzt von Tag 7 bis Tag ja, 25, 26 oder sowas überspringen. Und würde dann da euch nur die Hordenfights zeigen. Und Daumen nach oben, wenn alles tutti ist, wenn ihr ja, wenn es euch nichts ausmacht, dass ihr jetzt halt hier nochmal ein bisschen das Doppelte schauen müsst, was ihr vorher schon gesehen habt. Wie gesagt, es ist ja auch ein bisschen anders. Also wenn natürlich jetzt auch irgendwie nur zwei oder drei Daumen nach unten sind, ja Leute, dann tut es mir auch leid. Also wie gesagt, weil es eine neue Staffel ist und so weiter, würde ich schon gerne komplett zeigen. Aber wenn natürlich jetzt irgendwie eine Mehrheit ist von 10 oder mehr, dann ja, dann würde ich es halt echt weglassen. Aber ich denke, gerade der Anfang ist ja auch immer mit am interessantesten. Wie gesagt, so zwischendrin, klar, ist ja da mal so eine Phase, wo es dann echt so hauptsächlich um Farmen und Bauen geht. Aber das ist ja zumindest das Bauen für den einen oder anderen auch mal interessant. Aber natürlich, ich werde so was in der Art, ich werde es ein bisschen anders bauen, ja. Wie letztes Mal. Aber die grobe Richtung wird natürlich nochmal dasselbe Gebäude sein, weil ich es einfach nochmal antesten will. Gut. Jetzt habe ich aber auch genug gelabert. Wie gesagt, haut mir eure Meinung rein. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und an die Leute. Ja, die wollten, dass wir den alten Spielstand weiterspielen. Wie gesagt, ich hätte den auch gerne weitergespielt. Tut mir leid. Ja, es ging leider nicht. Ich hätte es wahrscheinlich nochmal hinfummeln können, ja. Aber, ja. Vielleicht wäre es da noch ein endloser Kreislauf geworden und nee, dann lieber so, dass ich es jetzt einmal vernünftig habe. Da habe ich mehr von und ihr wahrscheinlich für die Zukunft auch. Gut, nun aber jetzt hier aufs Spiel konzentriert. Ich mache mal ein bisschen. Ihr wisst, ich muss immer so einen Eisenknüppel haben am Anfang. Auch wenn er selten zum Einsatz kommt, aber weiß auch nicht. Das muss ich einfach so, das habe ich so drin. Ich werde jetzt hier auch gar nicht dann groß Steine weiterkloppen, weil wir sind hier im Schnee. Hier liegen so viele Steine rum. Aber dann ziehen wir lieber jetzt ein bisschen durch. Hier laufen wir ein bisschen rum, sammeln ein paar Steine auf. Dann werden wir auf jeden Fall noch in die Wüste rübergehen. Da drüben haben wir auch diesen, oh, aber der ist hart. Und das lieber her. Wie gesagt, die Gebäude sind, sehr viele wurden geupdatet, was die Sleeper anbelangt. Und auch was teilweise der Loot anbelangt von den älteren Gebäuden. Weil Magoli ein neues Combo-Pack rausgebracht hat. Der bearbeitet ja immer so die Prefabs noch ein bisschen. Falls er das zufällig sehen sollte, auch dank an deine Arbeit. Die übernehme ich dann natürlich immer, die überarbeiteten Prefabs. Was noch zu sagen ist, bevor wir jetzt hier aufs Spiel konzentrieren. Reicht das schon? Nein. Ich habe noch mal ein paar Stacks überarbeitet. Ja, was soll ich euch da groß erzählen? Ich verlinke das File in der Videobeschreibung. Ansonsten im Discord findet ihr den Link auch. Könnt ihr runterladen, ist halt nur ein Pfeil, das müsst ihr dann nochmal in 7 Days Verzeichnis entpacken und dann habt ihr die angepassten Item Stacks. Ich hatte halt Leder vergessen, ich hatte ja Stoff erhöht auf 1000, Leder war dann noch bei 250 und Animal Hide, das habe ich auch nochmal auf 1000 erhöht.
Und dann waren noch zwei, drei Sachen, die ich vergessen hatte. So wie Honig. Honig hat er, ist nur bis 10 gestackt. Alles andere, so essenstechnisch und so weiter, stackt bis 50. Habe ich auch auf 50 gemacht. Und generell halt noch ein paar Sachen erhöht. Wo es jetzt Sinn macht, so wie Shotgun Slugs, die hier nur bis 128 stacken. Und Shotgun Shells stacken ja auch nur bis 250, aber 7,62 bis 500 und alles andere bis 500. Deswegen habe ich alles, was waffentechnisch bzw. munitionstechnisch ist, auf 500 gemacht. Fertig aus. Also auch Pfeile und Federn. Damit das mal ein bisschen einheitlich ist. Auch Blunderbuss, die wollte ich auch mal antesten jetzt hier in diesem Let's Play. Gerade jetzt am Anfang. Da muss ich auch mal gucken, was man braucht man denn überhaupt. Schon ewig nicht mehr. Fortschritt Iron. Und dann Gunpowder, Paper, Stonies. Ich werde sie auf jeden Fall mal bauen. Ich darf es nur nicht vergessen, aber ich werde sie mal bauen. Einfach damit wir mal was anderes sehen. So, was soll ich denn machen? Irgendwas. Macht Sinn. So, können wir den auch schon mal laden. Ja, ich muss mich jetzt hier auf jeden Fall eben fix um ein bisschen Holz kümmern. Ihr wisst bei mir, ich brauche immer ein paar Spikes am Anfang. Beziehungsweise solltet ihr generell machen, wenn ihr Emot spielt. Dann könnt ihr mir vertrauen, wenn ihr neu seid, werdet ihr brauchen. Gerade wenn der erste Bandit auf euch zukommt oder die erste Hundehorde oder wie auch immer, könnt ihr euch echt einen Arsch retten. Zumindest im Singleplayer. Multiplayer ist noch ein bisschen schwieriger. Ja. Stackgrößen habe ich erwähnt. Wenn ihr den kompletten Mod runterladet, ihr könnt den Mod natürlich auch komplett nochmal runterladen. Ist natürlich da auch aktualisiert. Könnt ihr aber Pech haben, dass ihr da nochmal neu anfangen müsst. Deswegen ladet euch nur das einzelne Pfeil runter. Weil ich habe in dem RWG-Mixer XML, also die dafür zuständig ist, dass die Gebäude spawnen. Ich habe das Warenhaus. Wer unsere Streams geschaut hat, der weiß, dieses Warenhaus, das ist so up vom Loot. Ich habe aber jetzt auch keinen Nerv gehabt, da das Prefab zu editieren. Hätte ich auch machen können, da ein bisschen Loot rausnehmen. Und ich habe einfach die Spawn-Chunks halbiert, dass es nicht mehr so oft spawnt, dass nicht in jeder Stadt so ein Gebäude ist. Deswegen könnte das eventuell zu Problemen werden, wenn ihr jetzt dann den Mod nochmal komplett drüber nagelt, wenn ihr schon neu angefangen habt. Deswegen ladet dann nur das Pfeil runter. Das könnt ihr problemlos drüber ziehen, da passiert gar nichts. Wenn ihr eh neu anfangen wollt, klar, zieht euch den Mod nochmal komplett neu. Wie gesagt, dann habt ihr auch nochmal ein bisschen was eingestellt, was das Spawn der Prefabs anbelangt. Gut, ja, da das ja hier eh gerade eine Laberfolge ist. Ich habe den Kommentar schon gelesen. Ich habe noch nicht darauf geantwortet. Mache ich, aber beziehungsweise wenn das Video rauskommt, habe ich darauf geantwortet. Ich glaube, Shepard war es. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber och, guck mal, was ist denn jetzt los? Gleich eine Schatzkarte. Alto Belly. Du hattest ja Probleme mit einer Fehlermeldung. Also ich habe gerade nochmal extra alle Prefabs, also nur alle neuen Prefabs spawnen lassen. Und bin alle nochmal angereist, um zu gucken. Also ich habe nirgendwo eine Fehlermeldung gekriegt. An den Dateien, die ich geändert habe, kann es nicht liegen. So viel kann ich sagen. Weil da hat sich nichts großartig verändert im Gegensatz zum AirMod 2.8. Du hast ja geschrieben, dass du da keine Fehler hast. Ja, deswegen. Am besten, wenn der Fehler kommt. Also erstmal, du hast manchmal einfach echt bescheidene Seeds. Also das liegt an 7 Days. Ich kann es euch auch nicht sagen, warum. Es ist halt einfach so. Du hast echt manchmal bescheidene Seeds, wo du echt Probleme hast. Mit Fehlermeldung. Na, ganz großes Kino. Nein, da will ich jetzt nicht runter. Dann einfach mal einen anderen Seed nehmen. Natürlich, wenn du das mittendrin irgendwie hast, dann ist natürlich scheiße, nochmal neu anzufangen. Oh, es geht los.
eigentlich noch ein bisschen Schnee zumindest mitnehmen. Muss gar nicht viel sein, so 50 mal eben, dass wir uns wenigstens mal ein bisschen was machen können unterwegs. Ja, wie gesagt, ansonsten mal darauf achten, wann der Fehler kommt. Ob er kommt, irgendwie. Manchmal hat es auch Banditen oder ein Survivor, der einen Fehler verursacht. Das hat aber nichts mit dem Mod 3.0, das ist mit der 2.8er genauso. Manchmal. Verursachen die einfach einen Fehler. Ich kann es hier auch nicht erklären, woran es genau liegt. Weiß nicht, ob die dann irgendwie falsch spawnen oder sowas. Aber es ist manchmal. Die andere Sache ist, manchmal hast 7 Days halt auch das Problem, dass ein Prefab nicht spawnt. Das kann dann auch mal zum Fehler führen. Das Problem ist leider, was 7 Days hat, es gibt dir keine spezifische Fehlermeldung. Der ist so wie Windows, der Bluescreen. Ja, es gab einen Fehler. Bäm. Und das war's. Du kannst also nicht nachgucken, was genau jetzt der Grund dafür ist. Deswegen kann ich dir da schlecht helfen. Aber wie gesagt, wenn du vor dem Prefab stehst oder im Prefab reingehst, bekommst du den Fehler. Screenshot machen, den Prefab posten, dann kann ich das nachprüfen. Weil es kann natürlich sein, wie gesagt, ich habe die neuen jetzt alle spawnen lassen, aber es kann natürlich sein, weil ich die ganzen anderen Prefabs, die halt im Combo-Pack überarbeitet wurden, habe ich natürlich aktualisiert. Und wenn da irgendwo ein Fehler drin ist, der zu einer Fehlermeldung führt, ja. Kann ich nicht ausschließen. Kann sein. Werde ich dann wahrscheinlich jetzt auch hier im Spiel merken. Wenn ich den Fehler kriege, wenn es an Prefab liegt, also am Gebäude, dann kann ich den natürlich beseitigen. Deswegen, ich weiß nicht, wo er bei dir auftritt. Aber ich werde dir da in den Kommentaren auch nochmal was zu schreiben. Wie gesagt, und dann gerne in die Kommentare oder kannst du mir auch eine private Nachricht bei YouTube schreiben oder im Discord-Channel reinschreiben. Dann gucke ich mir das gerne an. Und ansonsten, wenn es an einem Gebäude liegt, dann werde ich den Fehler ja wahrscheinlich auch kriegen und dann kann ich mal gucken. Also wie gesagt, ist bei 7 Days immer schwer zu sagen, woran da irgendein Fehler liegt. Schade, ich wollte hier eigentlich noch ein paar Stümpfe mitnehmen, aber ja, auf jeden Fall nochmal eben fix ein paar Steine. Das ist das Schöne am Schnee, ne? Dann gehen wir in die Wüste rüber, aber wir haben auch schon 15 Uhr. Gucken, dass wir da noch ein paar Federn, ein bisschen Aloe Vera, ein bisschen Yucca kriegen. Muss jetzt auch nicht übertrieben sein. Da stehen Stümpfe. Da haben wir schon einiges im Schlepptau. Geier haben wir auch am Arsch. Das ist natürlich schlecht. Ja, mit denen haben wir in letzter Zeit auch kein Glück mehr. Ach ja, oh, ein Messer ist gar nicht schlecht. Hau ab, du Kackvieh. Das war mir so klar. Man dreht sich gerade im Kreis, ich hau mal ab. Ja, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ja, ich weiß, Leute, so viel Info in einer Folge, wa? Und das bei Staffelstart, sau stark. Ja, aber ich wollte nicht wieder extra ein Infovideo und so machen, also. Deswegen habe ich mir gedacht, da ich die Folge ja jetzt eh aktuell heute raushaue, erzähle ich euch mal ein bisschen was. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Natürlich jetzt wieder vergessen habe. Wird mir aber wahrscheinlich nochmal einfallen, wenn es wichtig ist. Ach so, ja, was soll man denn machen hier? Woodframes, ey. Sind doch schon voll. Na super, Holz fehlt. Ah, weil ich die ganzen Scheiß. Spikes, alles in Spikes geknallt hab. Brauche ich auch Holz für Pfeile, das war natürlich dumm. Ich muss nochmal hoch. Muss da nochmal ein, zwei Bäume eben machen.
Ja, und dann müssen wir mal hier jetzt gleich auch gucken, wie es mit der Temperatur ausschaut. Wie gesagt, bei Tag 1 hält sich das ja immer in Grenzen. Bisschen Stoff ist gut, dann können wir uns gerne nochmal eine Heilbandage machen. Bisschen Jucca ist auch nicht schlecht. Mal was zu futtern. Ja, ich ignoriere die Zombies jetzt. Erstmal gepflegt. Ich muss auch gleich mal gucken. Wir haben ja auch schon 16 Uhr. Ich könnte hier aufs Dach gehen von dem Ding. Da sollte ich Ruhe haben. Mit ein bisschen Geschick können wir auch dann in der Nacht zumindest die eine Etage looten. Ich weiß nicht, ob da auch ein Sleeper ist. Sleeper sind auf jeden Fall. Ich guck mal eben, ob hier eine Leiter dran war. Ich meine nicht. Aber da mache ich nämlich gleich mal eben eine dran hinten. Naja, ist gut. Nee, das ist gut. Da sind wir auf jeden Fall safe oben drauf. So, jetzt brauche ich ein bisschen Holz. Da mache ich nämlich eben eine Leiter dran. Mache eben schon mal oben eine Kiste. Bevor wir jetzt gleich sterben, lege ich auch meinen Schlafsack dahin. Weil hier können wir natürlich jetzt am nächsten Tag nochmal Gas geben, ein bisschen, ne? Können wir noch mal ein bisschen sammeln, können hier noch ein bisschen im Schnee gucken. Na, hau doch ab, ey. Schneezombie brauche ich mich jetzt gar nicht mit anlegen. Der braucht natürlich ewig, bis ich den down habe. Na, ich weiß, dass du kommst. Ja, wo ist ein Bandit oder ein Survivor, wenn du mal einen brauchst, ne? Gut, Problem werden könnten natürlich die Spider werden hier in der Nacht. Aber einen Spider-Schutz haben wir hier nicht. Ist ein bisschen schade, aber müssen wir dann halt irgendwie handeln. Naja, ist gut, Junge. Werde ein paar Spikes hinstellen. Auf jeden Fall nochmal Holz machen jetzt. Na du Spacko. So, wir müssen ja eh welche aufwerten. Jetzt haut er ab, ey. So stark. Ja. Eskalation. So, naja, wir gehen erstmal. So, was hier los ist, ey. Ah, lass mal da eskalieren. Die können auch gerne rauskommen dann aus dem Gebäude. Habe ich natürlich kein Problem mit. Boah, ich komme nicht dazu, hier ein bisschen Holz zu machen. Das ist unglaublich, ey. Da kommt auch schon wieder ein Kackvieh an. Ah. Geht mir doch nicht auf den Bommel, ey.
gibt's gar nicht, ey. Der haut den Stein kaputt. Der verfolgt uns schon von der Wüste, oder was? Komm, jetzt haben wir die Schnauze voll. Kackviecher, ja. Tot oder was? Wahrscheinlich. Ja, wird ein bisschen länger Folge, Leute. Nice. Das ist sehr geil. Ich muss auch mal gucken, wie das mit dem Sound passt. Vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen leiser machen. Weil ich muss natürlich auch alles neu einstellen. Oh, was ist denn los hier? Weil ich natürlich alles zurückgesetzt hatte. Ja, ganz großes Kino, ne? Schade, den Kill noch ganz gern mitgenommen. So, haben wir es jetzt? Kann ich jetzt ein bisschen Holz machen? Dafür habe ich 10 Spikes verschwendet. Gut, Leute, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lob, Kritik, Meinung. Wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es für euch okay ist. Ja, dass ich jetzt hier nichts groß weglasse, dass ich keinen großen Sprung mache in der Staffel. Daumen nach unten, wenn ihr gerne einen großen Sprung haben wollt. Ja, ich habe ja sonst schon alles weitere dazu gesagt. In diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.